Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von East Shade. Wir sitzen hier mit unserem Popes in einer heißen Quelle und lassen es uns gut gehen. Auf den Klippen. Ja, auf den Tiefmoor-Klippen quasi. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier war in Anführungszeichen nur die Quelle. Uns fehlen noch zwei Quellen. Dann haben wir alle. Haben wir von da drüben, ist da Lindo? Wenn wir jetzt hier sind. Lindo, ne, ist noch ein Stück, ne? Aber so an den Klippen vorbei ist es doch safe Lindo. Dann haben wir hier unsere erste Mühle vom Weiten gesehen. Ist das nicht schön? Sind wir hier noch im Bereich von den Tiffmoor-Klippen? Oder ist es nur hier oben der Bereich? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Bild von den Tiffmoor-Klippen. Für unsere Mutti. Und ich glaube auch... Nee, Tiffmoor-Ruinen. Hm. Okay. Zwei unterschiedliche Sachen. Dann gehen wir mal wieder rüber. Ich würde vielleicht von hier aus Klippen malen, beziehungsweise die Höhle. Denn ich finde, eigentlich ist das ein sehr schönes Bild von hier drüben. So, oder? Das ist doch mega. Bisschen Platz für die Leinwand haben wir. Schön mit den Vögeln. Richtig schön. Bilder zum Andenken an Muttern. Du hast einen von Mutters Lieblingsorten gemalt. Um es sicher zu halten, bewahre ihr Andenken im Gemäldemenü. Okay, wie war das dann? Nein! Ich möchte eigentlich weiter. Ich möchte scrollen. Warum geht das nicht? Weil eigentlich brauche ich dieses Bild. Dieses Bild brauche ich. Komm da nicht weiter. Ich hoffe, wir können es jetzt dennoch verkaufen, weil eigentlich ist es jetzt gesaved, ne? Okay, gucken wir mal, wenn wir wieder in Nava sind. Weil eigentlich... Huch da. Eigentlich brauche ich das Bild. Für meine Kohle. Für meine Mama habe ich ein viel, viel schöneres Bild gemalt. Kann man irgendwas an diesen Mühlen anstellen? Oder sind die einfach nur dekorativ im Nichts? Sind einfach nur dekorativ da. Darüber kommen wir gar nicht, ne? Ne. Dann gucken wir mal, dass wir wieder zu einem Weg zurückkommen. Wo sind wir denn jetzt? Wir müssten wieder hier jetzt sein, ne? Das müsste der Weg sein, genau.
Dann laufen wir jetzt mal, folgen wir einfach mal dem Pfad. Dürfte der hier sein? Der sollte uns ja irgendwo hinbringen. Ach, guck mal, hier gibt es sogar ein Schild. Ah, okay, cool, cool, cool. Sehr, sehr schön. Boah. Das Weiß reflektiert hart. Da nehme ich noch was mit. Aber da drüben zu der Mühle muss ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Ist das hier noch der Weg? Ich weiß es nicht. Da drüben ist der Weg. Auch mega schön. Hier drüben ist es eher ruhiger, ne? Hier wohnen nicht so viele. Es ist eher naturbelassen. Was habe ich denn hier gerade eingesammelt? Und da drüben beim Bogen waren wir schon. So viel zu laufen, folgen wir mal dem Pfad. Lauf mal zurück. Weg, wo bist du? Da ist die Brücke. Und hier ist der Pfad. Da sind die Ruinen. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Da laufen wir jetzt hin. Da führt auch der Pfad hin. So, davon brauchen wir noch ein Bild. Die Tiffmor-Ruine. Auch ein sehr schönes Bild. Ich frag mich, mit was sie malt. Ob sie. Das sieht ein bisschen nach Ölfarbe aus, ne? Nicht Acryl. Oh mein Gott! Fahr mal die Lautstärke runter. Mein Herz, ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen. Seht ihr das? Und was ist gerade gecrashed? Okay. Wir sehen uns gleich. So, wir sind wieder hier. Ich habe gerade meine Probleme mit dem Spiel. Ich denke, ich werde das rausschneiden, weil es bringt ja nichts. Wir haben versucht, vorhin hier runterzukommen. Da kommen wir aber nicht weiter, weil da unten die Brücke kaputt ist. Dann habe ich versucht, zu dem Leuchtturm da unten zu gehen, um mein Boot einzusetzen. Hab's dann aber, ja, auf den Steg halt gesetzt. Aus Versehen. Und hab mich reingesetzt. Und konnte dann aber nicht aussteigen, weil das Spiel dann gesagt hat, das Wasser ist zu tief zum Rausgehen. Das heißt, ich hatte jetzt hier den Bug bei der Ruine und dann leider nochmal aus eigener Dummheit beim Leuchtturm. Also, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich müsste jetzt 15 Minuten aufnehmen, damit ich irgendwie auf die Folge komme. Und dann machen wir es einfach. Ich hoffe, dass wir jetzt vorankommen. Wir nehmen natürlich den Leuchtturm mit. Oben gab es bei den Ruinen selbst gab es nicht wirklich viel. Nur Inspirationspunkte.
So, da haben wir noch welche. Und dann legen wir da drüben unser Boot rein und nicht hier am Steg. Dann kann nämlich auch nichts schief gehen. Hoffe ich. So. Okay. Stock nehmen wir noch mit. Sandschnauzenstrand. Herrgott. Das war eine Kiste, ne? Oh. Schaut an, da drüben ist Lindo. Wir sind auf der anderen Seite. So nah und doch so fern. Cool. Okay. Dann platzieren wir mal das Boot in der Hoffnung, dass wir es übersetzen können. Wir müssen es auch noch herstellen. Dafür brauchen wir noch 4 Schnüre. Speichern. Ablegen. Und auf geht's. Okay, es klappt. Boah. Puh. Hoffen wir mal, dass die Unglückssträhne vorbei ist. Huch. Bin natürlich noch vorne. Vielleicht können wir mit dem Boot später auch zum Schiff fahren. Das wäre doch mal was. Fackelt sie an den Klippen. Okay, hier kommen wir auch durch. Das heißt, wir sind schon mal grundsätzlich richtig. Dann bin ich ja mal gespannt. Oh, da sitzt jemand. Abgelegene Bucht. Hallo, geht's dir gut? Hello, excuse me. I desperately need your help. Please don't leave. Was ist denn? I've been stranded in this cove for 2 days. Oh, if the old fisherman's ramp was still standing, I could have just walked out, but as it is, I'm stuck. I've been stranded in this cove for 2 days. If the old fisherman's ramp was still standing, I could have just walked out, but as it is, I'm stuck. Das hast du schon mal gesagt. Wie bist du hier reingeraten? My children and I were visiting Eastshade, and we went out on the ocean for some fishing, when a terrible squall capsized us and sunk our boat. I've been stuck here, worried to death about them. Oha. Tut mir leid, aber ich habe sie nicht gesehen. Well, I must stay hopeful and vigilant. They must be okay. I just need to get out of this cove. Wie kann ich denn helfen? There's no way the two of us are going to fit in that kayak of yours. But that access ramp. If you could craft a rope out of twine, I think you could hang it from the end of the ramp. Oh, das kann ich tun. Thank you! Oh, I'm so lucky you found me. Okay, windgeschützt. Ich habe Tarnik getroffen. Seilbauanleitung, okay. Der in einer kleinen Höhle versteckt. Er braucht meine Hilfe, um herauszukommen. Ich muss ein Seil beschaffen und es an der alten Zugangsrampe befestigen. Von oben dann wahrscheinlich. Okay. Seil. Da unten. Schnur. 4 Schnüre. 1. Okay, wir brauchen unbedingt mehr Wurzeln. Wir kommen wieder. Mach dir da keine Gedanken. Ich, vielleicht in ein paar Tagen, aber wir kommen auf jeden Fall wieder. Oh, ich verstehe. Dann brauchen wir auf jeden Fall unser Boot.
hinten liegt nämlich auch irgendwas. Schilfboot. Ziemlich wackelige Angelegenheit. Herrgott, noch eins. Okay. Irgendwas Wichtiges? Flaschen. Nichts, was wir wirklich mitnehmen können. Aber das Holz nehme ich mit für meine Leinwände. Das ist, nehme ich sehr gerne mit. Gar kein Ding. Das wird das Boot sein hier, ne? Fahren wir mal hier lang. Vielleicht finden wir doch noch jemanden. Ah, ne, da sind wir dann gleich wieder in der Höhle. Da kommen wir dann zurück. Ich würde tatsächlich, wenn wir schon hier sind, jetzt zum Strand fahren. Vielleicht kommen wir doch ein Stückchen weiter. Ich würde es einfach mal riskieren. Ne? Also ich meine natürlich, wenn wir dann hier sind, vielleicht kommen wir dann zum letzten Meeresatem. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen, ob wir weiterkommen oder ob es da ja eine Sackgasse ist. Quasi Endstation. Da fahre ich nicht nochmal rein. Wir sind dadurch geschippert. Fahren wir mal außen rum? Können wir nicht. Okay, dann fahren wir da lang. Das ist weitaus angenehmer als das Floß, ne? Ich muss ja nochmal über den See, Alter. Du kannst da nebenbei echt deine Steuer mitmachen in der Zeit. Alter, das ist unglaublich, wie langsam dieses Floß ist. Aber gut, du paddelst halt mit deiner Hand im Wasser. Ich glaube, hier machen wir es gefühlt auch nicht anders. Aber komm halt schneller voran, ne? Das Floß dreht sich halt, als es halt rund ist und auf dem Wasser so liegt. So, schwarz-roten Strand. Schauen wir mal, ob wir weiterkommen oder ob es tatsächlich kälter wird für uns. Und ob wir dann Schwierigkeiten bekommen. Mich würde es interessieren. Da hinten ist ein Schiff. Seht ihr das? Da ist ein Wrack drin. Es klappt tatsächlich. Wir können hier durch. Andere Musik. Wir schlängeln uns durch den massiven Eiskorridor. Es
Ist die Frage, wo wir landen? Ob wir einmal um die Insel fahren? Oder ob es hier einen Strand gibt, wo wir Fuß fassen können? Tatsächlich gibt es den. Da hinten geht's aber, glaube ich, trotz dessen noch weiter. Okay, schauen wir uns mal um. Das ist ein Lager, Ausgrabungsstätte. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Hallo? Eigentum von Kommandantin Liliana, Woche 14. Wir setzen unsere Erkundung des Gletschers fort. Es scheint, wir haben den Eingang zu einer Art eingefallenen Tunnel entdeckt. Außerdem fanden wir uralte Gravuren im Eis. Die meiste Zeit sind meine Ohren völlig erfroren und von meinem Pelz hängen Eiszapfen. Ich kann mir nicht im Ansatz vorstellen, wie es irgendwer geschafft hat, hier zu leben. Woche 16. Die Nächte werden immer seltsamer. Wir stehen nun abwechselnd Wache. Letzte Nacht versicherte Fidir, er habe eine Figur auf dem Gletscher auf der anderen Seite der Bucht entdeckt. Als er sie beobachtete, wurden ihre Arme immer länger. Es wuchs und begann zu kreischen. Fidir rief sie. Und die Person fiel nach vorne und vom Gletscher herunter. Ich wachte von Fidirs panischem Geschrei auf. Morgen nahmen wir das Boot, um nach einer Leiche zu suchen. Doch da war nichts. Ich kann nicht anders als zu glauben, Fidir hatte nur einen schlimmen Albtraum. Aber ein Teil von mir ist sich nicht so sicher. Ende von Woche 16. Ich schreibe dies im Feuerschein. Dieser Husten macht mich teilweise echt fertig nebenbei. Ich schreibe dies im Feuerschein. Ich glaube, es ist nicht sicher hier. Myra spricht mit einer unsichtbaren Person. Wann immer sie denkt, wir würden nicht zuhören. Fidir redet immer wieder von nächtlichen Figuren. Und ist sich sicher, dass wir alle sterben werden. Ich sollte ihn nicht mehr Wache halten lassen. Das meiste davon hätte ich ignorieren können, aber... Nun höre ich es selbst überall um uns herum. Geflüster. Es ist weich und sanft, aber immer wieder schreit eine der Stimmen, ein fürchterliches, bizarres Geräusch, das übers Eis hallt. Ich denke, wir müssen von hier verschwinden. Okay. Da drüben sind sie und graben in den Tunnel hinein. Da sitzt noch jemand. Ich würde sagen, das ist bestimmt für die nächste Folge. Wir reden dann mal hier mit allen Personen. Das ist krass, ich dachte nicht, dass hier noch irgendwie was ist. Aber ich wollte es halt probieren, ne? Wir sind jetzt irgendwo hier. Genau, da ist dieser riesige Eisklotz. Das ist er hier.
Wir müssten hier sein. Okay, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut. Danke, dass du hier warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn du mich suchst, werde ich hier sein. In meinem Areal, halt die Ohren steif. Ich wünsche dir alles Gute. Das Video ist hier vorbei. Ich halte jetzt meine Schnute. Ferrero, tschüsschen, bis bald, Rian, bis Danzig. Jetzt ist aber Schluss, hier Ende im Gelände. Erst die rechte, dann die linke. Beide machen Dinke, Winke.